Hey Leute und willkommen wieder zurück zu Five Nights at Freddy's 3. Und ja, in der letzten Folge haben wir Nacht 1 und 2 gemacht. Unbedingt vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, jetzt probieren wir mal die dritte Nacht. Ich glaube, das wird jetzt schon ein bisschen anspruchsvoller. Wo ist er denn jetzt? Ah, hier. Geh doch da hin, hallo? Kannst du da nicht hingehen? Doch. Alter, ich glaube, da hat sich gerade wieder bewegt, ja. Hier, geh hier hin. Gut. Ach, shit. Okay. So. Nee, jetzt habe ich ein Audio. Error. Also ein Fehler. Okay. Also, nur nochmal zur Erklärung, falls jemand die erste Folge nicht gesehen hat. Hier gibt's einen Animatronic, der mich töten kann. Und den muss ich mit diesem Audio hier weglocken. Und es gehen aber auch immer wieder Sachen kaputt. Und die muss ich dann reparieren. Ja, eigentlich habe ich das jetzt so erklärt. Und ja, wenn der einmal hier vor dir steht, ist es schwer, den nochmal wegzulocken. Also ich glaube, das hier ist das Weiteste, was man ihn weglocken kann. Also wäre gut, wenn der hier immer wieder hingeht. Verdammt, wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich weiß nicht, wo der jetzt ist. Ach, nein, nicht schon wieder du. Ach, und dann kann ich die Cam nicht öffnen. Alles klar. Jetzt verstehe ich das auch. Och, jetzt ist das Video auch noch kaputt. Ich bin gleich tot, ich sag's euch. Komm, mach. Mach, ich muss wissen, wo der ist. Oder? Ah, Gott. Ich hab zugemacht. Okay, ich versuch den. Okay, er ist wieder hier. Spielen wir hier ab. Zack. Jetzt solltest du. Ja, jetzt bist du hier. Gut, ist was. Nee. Nein. Nein, ich mache alles. Das dauert halt dann länger, aber... Ah, Mann, jetzt ist hier... Nein, das ist jetzt blöd. Okay. Ach, da bist du wieder. Okay, du bist eh wieder weg. Gut. Okay, du bist wieder hier. Spielen wir Audio hier ab. Okay, jetzt ist er, glaube ich, hier. Okay, gut. Das funktioniert schon. Was? Ich glaube, das war gerade Phantom Freddy. Aber ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was man gegen den machen soll. Schreibt das bitte unbedingt. Wo ist denn der? Wo bist du? Ach so, Audio. Ja.
Oh shit, das könnte schief gehen. Bei mir sind nicht, bei mir sind nicht. Och Mann. Ich glaube, der ist im Schacht. Bitte, bitte, bitte. Überlebe, überlebe, überlebe. Nee, doch nicht. Ja, oder er steht jetzt schon bei mir im Raum. Nee, auch nicht. Ha! Da bist du. Da bist du, da bist du. Okay. Geh hier hin. Währenddessen repariere ich das hier. Okay, also wenn ihr wisst, was man gegen Phantom Freddy macht, dann schreibt das unbedingt mal in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Ja. Wir haben nach drei geschafft. Nice. Nice, Leute. Okay. Was erwartet uns jetzt? Hä? Was? Ich kann mich hier rausbuggen. Hä? Und jetzt? Hä? Kann ich jetzt nach rechts gehen? Hä? Man kann doch da bestimmt irgendwie rauf. Egal. Okay, das war jetzt irgendwie ein weirdes Game. Okay, vierte Nacht. Jetzt wird es schwierig. Okay. Hey, wo ist der schon wieder? Okay, also wenn ihr auch Tipps habt, dass ich Nacht 4 oder 5 schaffe oder was auch immer, schreibt mir die auch bitte rein. Weil ich bin mir nicht sicher, ob ich Nacht 5 so ohne Tipps schaffen kann. Aber ja, ihr könnt mir das ja in die Kommentare schreiben. Es würde mir sehr helfen, aber das Problem ist halt, wenn man nicht weiß, wo der ist, dann findet man ihn auch meistens. Oh nein! Er ist schon hier, warte. Oh shit. Nein. Nein, ich glaube, ich bin tot. Oh nein. Shit. Okay, Leute, schreibt mir unbedingt Tipps rein, wie man Nacht 4 oder 5 schaffen könnte. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal Spring Chip
den Springtrap-Jumpscare an. Ja, ist jetzt nicht so gut. Aber ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal hier für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und ja, dann würde ich sagen, haust rein und ciao. Leute!